Aber ich spiele das noch zu Ende, kein Problem. So, Super Affe ist natürlich jetzt am Start. Ist also eigentlich jetzt auch schon alles erledigt. Aber interessanterweise den Bananenbau noch nicht auf Profistufe. Okay, die natürlich auch noch nicht. Er fragt alleine. Ja, natürlich, weil, wie gesagt, die Map kann ich nicht im Singleplayer spielen. Und dann versuche ich die natürlich. Hier zu spielen. Was nehme ich noch mit? Ich habe übrigens das Häuschen für Ninja-Affen, ne? Falls ihr es noch nicht wusstet, weil ich habe ja hier unten, obwohl ich das noch nie genutzt habe. Aber ich wollte einfach mal wieder den Ninja-Affen setzen. Dachte ich mir, oh, guck mal, hier ist der Range noch vom Affendorf. Ist total lächerlich, ey. Als absoluten Schutz war hier hinten noch. So, beide alle mal auf 2-2 upgraden. Ja, leider hat das Affendorf. Oh, wow, jetzt, ich habe einfach meine Bananenplatte, weil ich zu weit weggesetzt. Aber ich wusste auch nicht, dass er so mega die Range hat. Das, ja. Sonst hätte ich die vielleicht auch ein bisschen näher gesetzt. Achso, siehst du, Sauger fehlt jetzt eigentlich noch. Dämlicher Sauger, zu schwach. Auf Stufe 1. Oh, nächste Runde, 63. Runde. Schick, schick. Oh mein Gott, der Sonne. Sollte da eigentlich das Ding easy durchkriegen, die nächste Runde. Die Nägel. So, was haben wir hier schon? Schon 11.500. Der hat ja schon Radarscanner. Braucht eigentlich also nicht mehr. 32.000 auf. Bäm. 35. Ich habe das Gefühl, er ist irgendwie schwach. Legst du am Korb? Nee, oder? Hoffe ich nicht. Dum, 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 dum. Interessant. Sonst haben aber so viele geschrien, dass sie Korb spielen wollen. Und jetzt, wo ich mich wochenlang mal nicht gemeldet habe, dann wollen sie nicht mehr, oder wie? Total gemein. Naja. So, irgendwas wollte ich doch ausbauen. Hier, ich wollte ein paar mehr Sauger bauen. Gerade für die letzte Runde. Dann, wo wir wieder 5 Songs kommen. Werden wir natürlich easy down kriegen. Ich glaube, das wird aber. Das, wenn ich jetzt nicht so mache. Sollte ich das gewinnen. Da haben sie einfach so viele Blumenbüsche, wobei die natürlich noch keine Kriecher haben. Das ist natürlich sehr schade. Hätte man auch ordentliche Defense mehr. Ich habe auch noch ein paar Nagelfabriken. Die langsam mit Nagelbällen ausgemacht. Interessanterweise kriegen die so ein bisschen Mini-Range mehr. Seht ihr das? Ah! Boah, Facebook! Fuck you, du dämliche Plattform, Alter! Wenn ihr mich mit Videochat-Spams zuspammt, dann werde ich euch jetzt recht aus der Liste kicken. Alter! Irgendwo hat man doch bestimmt hier die Möglichkeit, bei Facebook so einen Scheiß auszustellen. Boah, das tut dir in den Ohren weh, ey. Blockieren kann man nichts. Sprache. Kann man echt nichts ändern mit dem Scheiß. Doch hier wahrscheinlich. Unterhaltung löschen. Nö. Naja, kann man leider nichts dran ändern. Facebook ist einfach eine Scheißseite. Das bin ich ja meiner Meinung gewesen. Mm-hmm. 20.000 Money, 11 Runden sind's noch. Nö. Bei Facebook eine Umfrage einstellen. Hast du gefunden, nach was du gesucht hast? Ich so, nö, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns Feedback zu geben. Super, und was bringt ihn die? Och Gott, ey. Facebook ist schon ein komischer Haufen. Aber kann man wirklich nirgendwo angeben, ob man diesen Sound haben möchte? Du, mein armer Ninja-Affe, 2335 Popcorns gerade mal. Die arme Sau wurde total vernachlässigt. Was kann man sonst noch bauen? Ich kann noch hier, guck mal, ich kann mir ein bisschen. Hier unten war es, glaube ich, genau. Erststackfähigkeit. Minimal teuer, aber sie zerstört wenigstens direkt ein Somk. Sieben Runden noch. Oh, die letzten Runden, die ziehen sich immer so extrem lange hin, finde ich. Etwas nervig. Mhm.
So, ne, bisher hat sich noch kein anderer gemeldet, dass er spielen möchte. Also werden wir wahrscheinlich gleich die Runde oder eine andere Runde, die habe ich ja fertig. Das heißt, ich kann eine andere Runde nehmen und da ich jetzt weiß, was er hat, kann ich ruhig auch eine andere Map nehmen. So, vielleicht die schwierigste. Die wir dann zusammen spielen können, in der Hoffnung, er DC't nicht schon wieder. Bei welcher Runde ist er DC't? Irgendwas bei 20, ne? Also gerade noch so am Anfang ist natürlich echt ärgerlich für ihn. Er hat so viel Geld rausgehauen für die Blumenbeermische und die Spezialagenten. Ich hätte ihm die $600, die man als Gewinn bekommt, ruhig auch gegönnt. Aber naja, sechs Runden noch. Fünf Runden. Nice. Es müsste so einen Button geben. Es gibt ja viele andere Tower-Defense-Spiele. Ich habe früher mal Desktop-Tower-Defense gespielt, hieß es, glaube ich. Ich gucke noch mal ganz kurz. Desktop-Tower-Defense. Und da gibt es die Möglichkeit, ich glaube, das war bei dem Spiel, Runde für Runde einfach komplett hier weiter zu klicken, sodass halt die Runden gleichzeitig starten. Das heißt also, bei Runde 82 beginnt und man kann auf den Button weiter drücken und dann parallel zu den Balloons, die in Runde 82 kommen, kommen die Balloons in Runde 83 schon. Heißt also, es wird schwieriger, weil halt mehr Balloons gleich oder mehr Gegner gleichzeitig kommen. Allerdings ist man schneller durch das Spiel oder man hat ein bisschen mehr Herausforderungen und ja, man kriegt dann noch so ein kleinen Geldbonus, weil man einfach die Runden schon direkt weiter startet. Auf jeden Fall war das ein Desktop Tower Defense so. Viele andere Spiele natürlich auch, ganz klar. Gemcraft sehe ich auch gerade, ist auch so ein Flash-Element, also so viele Tower-Defense-Spiele, hoch. Die da, habe ich die eigentlich auf stärksten? Ja, habe ich. Und wie ist der noch nicht auf Max, sehe ich gerade. Piu! Ja, wäre natürlich alle eingesaugt, das war ein bisschen doof gewesen gerade. So, Ninjas, bam, bam! So, und damit haben wir 5 Münzen rückwärts. Siehst du, rückwärts habe ich eigentlich nicht angedrückt gehabt. Unplatzbar. Und $600, 5 Münzen. Nice. Ja, hier wird dann, schmeißt er mich natürlich hier direkt rein. Was haben wir hier? Lass 100 Blumen. Wunderbar. So, nochmal was gemacht. Und hier seht ihr Korb und privates Spiel erstellen. Und da müsste ich jetzt eigentlich bei dem einen. Was? Habe ich nicht bekommen? Verarsche ist das doch. Wo war denn das? Ne, hier nicht. Das war, wie gesagt, eine Zwischenstiefel-Mission. Habe ich keine Medaille bekommen? Hier, ich habe die Medaille nicht bekommen. What the fuck? Einfach weil er die Seed ist? Oh, ist ja behindert. Na gut. Ja, schade. Aber dann werden wir einfach die nächsten trotzdem als Korb spielen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Bloons. Und bis dann. Ciao.